Diese geführte Meditation soll dir helfen, wieder Lebensmut und Hoffnung zu schöpfen. Sie soll dich dabei unterstützen, Vergangenes loszulassen und voller Zuversicht und Mut in die Zukunft zu schauen. Alles, was du im Moment dafür tun musst, ist dich zu entspannen. Nicht mehr und nicht weniger. Du kannst diese Meditation aufmerksam und aktiv verfolgen oder du legst dich einfach entspannt hin und nutzt die Zeit für ein kleines Mittagsschläfchen oder auch zum Einschlafen am Abend. Tatsächlich kann es sogar von Vorteil sein, wenn du einschläfst. Denn im Schlaf ist deine Entspannung in der Regel am größten und dein Verstand ist ausgeschaltet, was für diese Meditation sehr hilfreich ist. In den nächsten Minuten hat deine Seele die Möglichkeit, tief zu entspannen und neue Kraft und Energie zu tanken. Auch dein Körper wird alle Anspannung loslassen können. Negative Gedanken und einengende Gefühle kannst du dankbar und mit Liebe entlassen. Versuche aber nichts zu erzwingen. Alles, was im Moment an Gedanken und Gefühlen da ist, darf auch da sein. Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, die dich mit Sätzen wie Zeit heilt alle Wunden, die Hoffnung stirbt zuletzt oder es gibt Licht am Ende des Tunnels aufmuntern wollen. Möglicherweise machen diese Sätze für dich im Moment überhaupt keinen Sinn. Verurteile aber deine Mitmenschen nicht dafür, denn sie meinen es nur gut. Aber weißt du was? Es gibt tatsächlich ein Licht am Ende des Tunnels. Und wenn du ganz genau hinschaust, dann wirst du es auch erkennen. Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Aber beim zweiten oder dritten Hinschauen kannst du es erkennen. Ich möchte jetzt mit dir zusammen den Weg zu diesem Licht gehen. Und dieses Licht ist das violette Licht der Heilung und Transformation. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Okay. Noch ein wichtiger Hinweis. Du hast in jedem Moment dieser Meditation die Kontrolle über deinen Geist und Körper. Solltest du dich unwohl fühlen, kannst du jederzeit dieses Programm stoppen. Okay. Dann suche dir jetzt einen Platz, an dem du dich richtig wohlfühlst und vor allem auch ungestört bist. Das kann dein Bett, deine Couch, ein bequemer Sessel oder Stuhl sein. Stell dein Telefon aus und falls du diese Meditation jetzt über dein Smartphone hörst, sorge dafür, dass du für die nächsten Minuten keine Anrufe oder Mitteilungen empfangen kannst. Wenn du möchtest, dann kannst du jetzt nochmal auf die Pause-Taste drücken, um dir deinen Platz komfortabel und gemütlich einzurichten. Sitzt du oder liegst du bequem? Okay. Dann schließe jetzt deine Augen. Nimm zu Anfang 2 bis 3 tiefe Atemzüge. Atme durch die Nase ein und atme durch den Mund wieder aus. Konzentriere dich einfach auf deinen Atem. Spüre, wie sich beim Einatmen dein Bauch mit Luft füllt und sich beim Ausatmen wieder leert. Du musst dafür nichts tun, denn das funktioniert von ganz alleine.
dich besser auf deinen Atem konzentrieren zu können, kannst du eine oder beide Hände auf deinen Bauch legen. So kannst du spüren, wie deine Bauchdecke sich langsam hebt und senkt. Ganz wie von selbst. Es ist völlig egal, ob du während der Meditation wach und aufmerksam bleibst oder vielleicht einschläfst. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch. Du sollst dich einfach nur tief entspannen, dich fallen lassen und auch loslassen. Genieße einfach die Musik und konzentriere dich nur auf deinen Atem und lass dich von meiner Stimme mehr und mehr und mehr und mehr in einen entspannten Zustand bringen. Du bist vollkommen entspannt, ganz entspannt. Mehr und mehr breitet sich eine wohlige Wärme von der Region um deinen Bauchnabel in deinem ganzen Körper aus. Es ist ein Gefühl, als ob die Sonne auf deinen Bauch scheint und sich ihre wärmenden Strahlen mehr und mehr im ganzen Körper verteilen. Konzentriere dich für einen kurzen Moment ganz intensiv auf diesen Bereich in deinem Körper. Stell dir vor, wie es dort immer wärmer wird. Ein sehr tiefes Gefühl von Glück und Liebe breitet sich von dieser Stelle in jeder Körperregion, in jeder Zelle und in deiner Seele aus. Es fühlt sich so an, als ob du frisch verliebt bist. Mit der Wärme strömt auch Entspannung und Gelassenheit in jeden Bereich deines Körpers und deiner Seele. Du atmest ganz entspannt ein und aus. Nimm jetzt einmal die Fläche, auf der du liegst oder sitzt, ganz bewusst wahr. Spüre die Stellen deines Körpers, mit denen du auf dem Untergrund aufliegst oder sitzt. Du bist stabil und sicher im Hier und Jetzt. Wenn du auf einem Stuhl oder Sessel sitzt, dann nimm ganz bewusst wahr, wie du mit deinen Füßen den Boden berührst. Spüre die Stabilität und Sicherheit, wie du getragen wirst. Vollkommen sicher und stabil. Ansonsten musst du jetzt nichts weiter tun. Atme einfach ruhig und entspannt weiter ein und aus. Ganz leicht und entspannt. Höre auf meine Stimme und lass dich von der Musik tragen. Stell dir nun vor, wie du auf einem Bahnhof stehst. Es ist ein wunderschöner und angenehm warmer Sommertag. Du hast dir deine Lieblingssachen angezogen und fühlst dich glücklich und voller Zuversicht. Bei dir trägst du einen großen Koffer, der so schwer ist, dass du ihn kaum tragen kannst. In diesem Koffer befinden sich alle Dinge und Gefühle aus deiner Vergangenheit. Ängste, Sorgen und vielleicht auch die Erinnerung an Menschen, mit denen du gedanklich in Unfrieden lebst. In diesem sehr schweren Koffer befinden sich vielleicht auch Zweifel, Trauer und Antriebslosigkeit. All diese Gefühle, Dinge und Menschen sind im Moment noch ein Teil von dir und du trägst sie immer noch mit dir herum. Wenn du möchtest, dann kannst du dir nun ein paar Momente Zeit nehmen, um dir bewusst zu machen, was dich im Moment daran hindert, ein positives und von der Sonne geküsstes Leben zu führen. Versuche aber nichts zu erzwingen.
Wenn keine Gedanken, Gefühle oder Bilder aufkommen, dann lasse dich einfach noch ein Stückchen tiefer in diese wunderschöne Entspannung fallen. Auf dem Bahnhof siehst du zwei Gleise, von wo die Züge abfahren. Auf dem einen steht Vergangenheit und auf dem anderen Zukunft, Zuversicht, Glück und Lebensmut. Wenn du etwas genauer hinschaust, dann siehst du auch, dass das Gleis mit dem Namen Vergangenheit gar nicht mehr in Betrieb ist. Die Uhr auf dieser Seite ist stehen geblieben und die Schienen sind mit Moos überwachsen. Es sieht aber alles ganz friedlich und ruhig aus. Bunte Schmetterlinge fliegen umher. Alles sieht ein bisschen so aus wie auf einem schönen Bild, was man sich zum Beispiel im Museum anschaut. Schau dir dieses Bild ganz in Ruhe an. Atme dabei weiter ganz ruhig ein und aus. Mit jedem Atemzug gleitest du in eine noch tiefere und wohlige Entspannung. Stell dir nun weiter vor, dass du auf dem Abfahrtsgleis mit dem Namen Zukunft stehst. Du kannst es kaum abwarten, dass dein Zug einfährt, mit dem du zu dem Ort fahren kannst, wo das wunderschöne und strahlende violette Licht auf dich wartet. Aus der Ferne, ganz von weit her, hörst du das Geräusch des langsam einfahrenden Zuges. Als der Zug im Bahnhof angekommen ist, siehst du, dass er nur einen Waggon hat und vollkommen aus Glas ist. Die Türen öffnen sich und du steigst ein. Dein sehr schwerer Koffer scheint wie von selbst hinter dir herzuschweben. Tatsächlich haben sich aber viele tausende Schmetterlinge, die in einem wunderschönen violetten Licht strahlen, wie eine Hülle um den Koffer gelegt und tragen ihn so fliegend zu deinem Platz. Auch die Schmetterlinge begleiten dich auf deiner Reise, denn sie kennen den Weg und helfen dir nach und nach, die Vergangenheit in Liebe loszulassen. Ganz langsam setzt sich der Zug nun in Bewegung. Die Sonne blinzelt durch den komplett verglasten Waggon und du genießt die Eindrücke der an dir vorbeiziehenden Natur. Alles sieht hell und freundlich aus. Deine Reisebegleiter, die Schmetterlinge, fliegen ruhig und sanft umher und zaubern ein kaum wahrnehmbares violettes Licht in den Zug. Nach einer Weile macht der Zug einen ersten Zwischenstopp. Die Schmetterlinge öffnen deinen Koffer und tragen deine Sorgen und Ängste nach draußen. Du kannst dir deine Sorgen und Ängste nochmal ganz in Ruhe anschauen und dich bei ihnen bedanken. Dafür, dass sie dich begleitet haben. Ganz gelassen und entspannt und voller Liebe schaust du den violetten Schmetterlingen zu, wie sie deine Sorgen und Ängste loslassen und sich in der Luft in viele kleine Wolken verwandeln. Im nächsten Moment verdichten sich die vielen kleinen Wolken zu einer großen und es fängt an, aus dieser großen Wolke zu regnen. Von deinem Platz aus im sicheren Zug
kannst du beobachten, wie die Wolke immer kleiner wird und die Regentropfen am komplett verglasten Waggon hinunterperlen. Als die Wolke ganz verschwunden ist, kommen die Schmetterlinge zurück und die Fahrt geht weiter. Du genießt, wie die warmen Sonnenstrahlen durch den nach allen Seiten verglasten Zug scheinen und dich auf eine wohlige und angenehme Weise wärmen. Du greifst ganz kurz nach deinem Koffer und stellst fest, dass er gar nicht mehr so schwer ist. Und auch du fühlst dich schon ein Stückchen leichter und befreiter. Am nächsten Bahnhof öffnen die lilafarbenen Schmetterlinge wieder deinen Koffer. Ganz entspannt und voller Liebe beobachtest du, wie sie all die Gedanken an die Menschen entlassen, denen du vielleicht mal böse warst. Menschen, mit denen du vielleicht Streit hattest und mit denen du gedanklich noch im Unfrieden bist. Dabei ist es egal, ob sie noch einen Platz in deinem Leben haben oder ob sie ihre eigenen Wege gehen. Sie hatten oder haben einen Platz in deinem Leben und dafür kannst du ihnen dankbar sein. Hier, an diesem Bahnhof, kannst du auch all die Menschen gedanklich aussteigen lassen, deren Seelen bereits die körperliche Hülle verlassen und eine neue Reise angetreten haben. In Gedanken kannst du dich jetzt auch bei ihnen bedanken. Du kannst sie nun mit Liebe und Leichtigkeit loslassen. Jede Seele wird von einem wunderschönen violetten Schmetterling begleitet. Die Schmetterlinge verwandeln nun auch die negativen Gefühle, die du mit den Menschen und Seelen verbunden hast. Das kann Trauer, Niedergeschlagenheit, Ärger, Hass, Eifersucht oder auch Neid sein. All diese einengenden Gefühle kannst du nun mit liebevollen Gedanken entlassen. Du siehst, wie auch diese Emotionen sich in kleine Wolken verwandeln, dann zu einer großen Wolke, die sich dann durch einen warmen Regen nach und nach auflöst, bis sie ganz verschwunden ist. Und wieder fühlst du dich ein großes Stück leichter. Ein tiefes und warmes Gefühl von Liebe und Glück durchströmt deine Seele und deinen ganzen Körper. Zur Sicherheit hebst du nochmal deinen Koffer an und spürst, wie unglaublich leicht auch dieser nun schon geworden ist. Deine Reise geht nun weiter. Am Horizont kannst du schon erkennen, dass der Himmel in einem satten und lilafarbenen Licht erstrahlt. Außerdem siehst du in der Ferne einen Berg, aus dem eine Quelle entspringt. Eine Quelle, die wie ein kleiner Wasserfall aus dem Berggestein sprudelt. Bis dahin hält der Zug nur noch an zwei Stationen. Du spürst, wie du dich immer leichter und gelassener fühlst und wie Zuversicht, Mut, Freude und ein unglaublich schönes Glücksgefühl sich mehr und mehr in deiner ganzen Seele und in deinem Körper ausbreitet. Ganz sanft fährt der gläserne Zug in den nächsten Bahnhof ein. Dein nunmehr schon sehr leicht gewordener Koffer wird wieder von den lilafarbenen Schmetterlingen geöffnet. Du konntest nun schon so viele Dinge aus deiner Vergangenheit in Freude und Liebe entlassen. Dein Koffer ist nun fast leer. Hier, an dieser Station, ist es nun Zeit, all die Zweifel zu entlassen, die dich in letzter Zeit begleitet haben.
Du hast die Möglichkeit, die Zweifel wieder in viele Wolken verwandeln zu lassen, die sich dann aus einer großen Wolke ausregnen, oder du entscheidest dich dafür, sie in Fragen umzuwandeln. Vielleicht bedeuten die Zweifel ja auch nur, dass du nach Antworten suchst. Nimm dir ruhig einen Moment Zeit und versuche nachzuspüren, was mit deinen Zweifeln geschehen soll. Versuche aber auch hier nichts zu erzwingen. Es gibt kein richtig oder falsch. Spätestens an der Quelle der Heilung und Transformation kannst du alles durch das violette Licht und Wasser umwandeln. Nach einer Weile, nach der Zeit, die du gebraucht hast, um zu entscheiden, was mit deinen Zweifeln geschehen soll, setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Dein Koffer ist nun schon fast leer, denn du hast nun auch alle Zweifel entlassen oder sie in Fragen umgewandelt. Der lilafarbene Horizont ist nun schon fast in greifbarer Nähe. Die Schmetterlinge fliegen immer noch sanft im goldgelbenen Licht der Sonne. Das Gefühl von Leichtigkeit, Gelassenheit, Zuversicht, Liebe, Harmonie und Glück breitet sich nun mehr und mehr auch in jeder einzelnen Zelle deines Körpers aus. Der Zug hält nun an der vorletzten Station. In deinem Koffer, dem Koffer deiner Vergangenheit, befindet sich nun nur noch das Gefühl von Antriebslosigkeit. Mit Hilfe der violetten Schmetterlinge öffnest du den Koffer und kannst dieses lähmende Gefühl von Stillstand entlassen, und im gleichen Atemzug triffst du die felsenfeste Entscheidung, dieses Gefühl, diesen Zustand in Energie, Motivation und übersprudelnde Lebensfreude umzuwandeln. In dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, setzen sich die violetten Schmetterlinge auf deine Brust und du spürst, wie sich ein angenehmes Kribbeln im ganzen Körper ausbreitet. Ein aufkommendes Gefühl von Energie und Lebenskraft fließt durch jeden Muskel und durch jede Zelle. Du fühlst dich fit, vital, gesund, harmonisch und vollkommen ausgeglichen. Die letzten Meter zur Quelle läufst du zu Fuß. Den Koffer aus der Vergangenheit lässt du zurück, denn er ist nun leer und du brauchst ihn nicht mehr. Mit sicheren Schritten machst du dich auf den Weg. Dabei kannst du sogar die Augen schließen, wenn du möchtest. Deine Intuition bringt dich sicher an dein Ziel. Du atmest dabei ganz ruhig und gleichmäßig. Mit jedem Schritt wächst das Gefühl von Zuversicht und Lebensfreude. Mit jedem Schritt tauchst du immer mehr in das Farbenspiel aus violetten Tönen ein. Die lilafarbenen Schmetterlinge begleiten dich und du nimmst einen leichten und angenehmen Duft von Lavendel und Minze wahr. Das Zusammenspiel der Farben und Düfte löst einen weiteren Schub von warmen und kribbelnden Glücksgefühlen in dir aus. Du bist nun an dem Berg mit der Quelle angekommen. Um dich herum ist eine wunderschöne Landschaft aus lilafarbenen Fliederbüschen, großen Blumenbeeten aus Krokussen und weiten Feldern von Lavendel. Aus der Quelle fließt ein kleiner Wasserfall, der in einem strahlenden Violett leuchtet. Du möchtest dich nun unter diesen Wasserfall stellen
und somit die letzten Reste von Angst, Sorgen, Zweifel, Trauer und Antriebslosigkeit umwandeln. Stell dir genau vor, wie du unter diesem erfrischenden, aber angenehm warmen Wasserfall stehst und dein ganzer Körper mehr und mehr in dem kräftigen, violetten Licht strahlt. Aus dem Boden, auf dem du sicher stehst, öffnen sich mehrere Lichtfontänen, die deinen ganzen Körper mit wunderschönem, violetten Licht durchströmen. Dieses Licht reinigt jetzt deinen Körper, während es immer weiter aufwärts steigt. Durch die Füße bis hoch in deinen Kopf und darüber hinaus. Alle negativen Einflüsse, Energien und Sorgen werden mit diesem violetten Licht gereinigt und aufgelöst. Alles um dich herum leuchtet nun auch in diesem strahlenden, violetten Licht. Genieße jetzt noch eine Weile dieses reinigende und erfrischende Gefühl des violetten Wasserfalls und der leuchtenden Lichtfontänen. Ganz langsam verlässt das violette Licht nun deinen Körper und aus der Quelle fließt wieder ganz klares und frisches Wasser. Du möchtest dich nun noch ein bisschen ausruhen und legst dich unter einen Baum, durch dessen Blätter noch ganz sanft violettes Licht scheint und ein zauberhaftes Schattenspiel auf deine Haut malt. Du fühlst dich harmonisch, ausgeglichen und zuversichtlich. Jeden Morgen startest du nun motivierter und optimistischer in jeden neuen Tag. Du bist bereit, seine wundervollen Geschenke anzunehmen. Jeden Abend bist du voller Dankbarkeit für den zurückliegenden Tag und gleitest in einen sanften, erholsamen und gesunden Schlaf. Und du weißt, ein glückliches, gesundes und von der Sonne geküsstes Leben steht dir zu. Jeden Morgen startest du nun motivierter und optimistischer in jeden neuen Tag. Du bist bereit, seine wundervollen Geschenke anzunehmen. Jeden Abend bist du voller Dankbarkeit für den zurückliegenden Tag und gleitest in einen sanften, erholsamen und gesunden Schlaf. Ein glückliches, gesundes und von der Sonne geküsstes Leben steht dir zu. Wenn du möchtest, kannst du nun ganz langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen. Oder wenn du diese Meditation zum Einschlafen gehört hast, kannst du einfach ruhig und entspannt weiterschlafen.
Die Musik läuft noch ein bisschen weiter und wird langsam immer leiser. Auf jeden Fall wird dich das wohlige und warme Gefühl nach dem Aufwachen dann, wenn du deine Augen öffnest, noch eine Weile begleiten.